Es ist wieder soweit. Eine YCS war letztes Wochenende. Was wurde gespielt und was hat getoppt? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, es gab eine YCS in Amerika und Leute, es gibt Überraschungen, das glaubt ihr nicht. Also jetzt wirklich nicht. Es sind echt coole Decks. Wir kommen einfach mal zu den Top 32 und da sehen wir schon die ersten Überraschungen. Wir sehen hier Infernoid hat ein Top geholt. Destiny Hero. Leute, Destiny Hero hat ein Top geholt. Heroes back to the game. Thunder Dragon, nicht irgendwie überraschend. Pendulum, auch nicht so groß überraschend. Seven Grade mit 9% hier dann doch als solches schon ein bisschen überraschend. Aber man muss natürlich bedenken, dass hier die Anzahl, also die Anzahl im Sinne von 9% heißt halt 3 Seven Grades, beziehungsweise auch 3 Pendulums. Und ja, was wir ebenfalls hier haben, ist Sky Striker, sehr groß vertreten. Und Orcus, wieder sehr groß vertreten. Darunter 7 mit Lunalight, 3 mit Cyberdrachen und 1 mit Thunder Dragon sogar. Also wir sehen hier, Orcus ist auf jeden Fall das Deck, was man hier irgendwie besiegen muss. Jedoch halt nicht in irgendwie immer der gleichen Form, sondern immer verschiedenen Formen. Was natürlich es auch schwerer macht, ist einfach zu besiegen. Dann kommen wir zu den Top 16. Top 16 hier, ein großer Überblick gesehen. Orcus dominiert 50%. 8 Decks sind einfach Orcus. Wie gesagt, hier ist es nicht irgendwie das Klassische, sondern wir haben 5 Lunalight davon, 1 Thunder Dragon und 1 Cyberdrache. Und ein, ja, ich sag mal, normales, wenn man das so sagen darf. Ja, wir haben Infernoid immer noch in den Tops. Pendulum immer noch in den Tops. Sky Striker hier stark abgesunken. Dafür Celeron Grade hat sich ganz schön durchgesetzt. Finde ich sehr interessant, weil Celeron Grade ja so ein Deck war, was gegen die Biro ja doch sehr hart kassiert. Aber, ja, wir kommen ja noch zu den Decklisten. Naja, wir werden sehen, woran das gelegen hat. Und dann kommen wir hier ganz klassisch einfach zu dem ersten Platz, beziehungsweise wir kommen zu Top 8, aber da ist leider auch schon der erste Platz gespoilert worden. Deswegen Achtung, Jump und wir sehen es hier. Gewonnen hat, ja, gewonnen hat einfach mal Orcus. Naja, war ja auch relativ hoch die Wahrscheinlichkeit, aber was wir hier sehen ist, dass in den Top 4, ja, einfach Celeron Grade komplett rausgekickt wurde. Infernoid in den Top 4 ist, Leute. Was ist das denn? Also ich meine einfach Infernoid Top 4, what the fuck. Wir haben ein Pendulum Deck in den Tops, auch sehr interessant. Und ein Sky Striker und ein Orcus. Dafür, dass dann doch so sehr Orcus-Dominanz vorhanden war in den Top 16, muss man sagen, ist es in den Top 4 dann halt sehr ausgeglichen. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Decks an, denn ich glaube, die interessieren euch auf jeden Fall. Wir fangen an mit der Infernoid-Liste und Leute, ja, was soll ich dazu sagen? Man sieht schon, ja, man kann hier auf jeden Fall sehr gut sehen, dass Impermanent Stars natürlich sehr gut halt gegen Called by the Grave, also beziehungsweise ist gut wie andere Handtraps, nur kann nicht gecallt werden, sehr cool. Evil Match hier Main und was wir ja auch sehen ist, ja, Lair of Darkness wurde hier, ja, sehr stark drauf gespielt. Der Pot natürlich unendlich stark, da wollen wir gar nicht drüber reden. Und dann halt mit Lily, ja, sehr interessant auf jeden Fall, denn so kann man safe ganz schnell die Infernoid Combo rausballern und die Fusion ist natürlich übel strong, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Dann im Side-Deck hier die dritte Lily, falls man dann Going First geht natürlich. Und dann Diddy Crow als Handtrap und die Ash als Handtrap und Dark Ruler No More für Going Second. Genauso Pot für First. Ich finde es sehr interessant, dass er sehr viele First-Karten hier noch explizit reingepackt hat, die auch gar nicht irgendwie Anti oder so sind, sondern einfach halt dir helfen, dein First-Turn konstanter zu gestalten. Der dritte Evil Match natürlich und der Typhoon. Und der hat es natürlich auch gebracht, denn man musste ja einige Male gegen Pendulum ran. Gucken wir uns das nächste Deck an, und zwar Top 8. Top 8 haben wir hier Sky Striker. Sky Striker jedoch mit, naja, nicht den krassesten Besonderheit. Wir sehen hier ein paar Handtraps mit Impermanence, Ash und Wailer. Dann sehen wir noch hierzu die Floodgate-Karte Only Be One. Port of Desires wird nicht so oft gespielt, wenn man natürlich die Multiroll nicht verbannen möchte. Aber man hat sie schon ein oder andere Mal gesehen. Ist jetzt nicht wirklich der größte Special-Tag überhaupt. Was wir im Side-Tag hier sehen können, ist die Cyberdrachen-Fusion. Das kann man als Special nehmen. Wir spielen ebenfalls den Blocker drin. Und man hat sich für Boar Sword entschieden, statt für Unicorn oder ähnliches. Kann man machen. Ist halt, wie gesagt, auch nichts Besonderes. Im Side-Deck dann Super Poli. Finde ich natürlich sehr interessant. Super Poli ist so eine Karte, wo Leute sich dann ja doch langsam mehr gegen entscheiden, weil sie sich sagen, ja komm, ich spiele einfach Nibiru oder so. Hier jetzt Nibiru überhaupt nicht drin. Bell noch, Mind Control und Summon Limit, genauso wie Twin Twister und Shadrite. Shadrite natürlich fürs Mirror Match. Naja, an sich halt relativ klar, wie Sky Striker funktioniert. Was natürlich auffällt, ist hier der MST noch drin, denn ja, gegen Orcus ist es ja nicht ganz so gut, aber hier MST auf jeden Fall
gemain. Das ist das Einzige, was mir sehr interessant hier auffällt. Um Side-Deck ist halt sehr Metacore-lastig. Der Metacore muss stimmen, damit du halt gute Matchups hast dementsprechend. Dann kommen wir zum nächsten Deck und zwar Top 32 mit Thunder Dragon. Und was sehen wir gleich sofort hier? Main. Wir sehen Phantasma Name, Denko Main, Ash Main und Dimensionsshifter. Dimensionsshifter ist natürlich eine sehr coole Karte und natürlich verbessert das auch das Matchups gegen einige Decks. Finde ich sehr interessant. Ebenfalls noch 3 in Permanence. Ist die Frage, wie brickanfällig dieses Deck ist. Das ist so die Frage. Er spielt sogar 2x Du. Finde ich auch eine sehr interessante Wahl. Aber hat super funktioniert. Top 32. Da will man sich, glaube ich, nicht beschweren. Man sieht hier auch, dass er im Extra-Deck das Exceed benutzt hat. Boah, ich weiß leider nicht den Namen, es tut mir leid. Auf jeden Fall kann man damit halt Effekte bzw. Handtraps aufhalten bzw. explizit Nibiru aufhalten. Dann selber im Side spielt er Nibiru, Artifact Lancer, Evil Image, Virus. Virus natürlich super gut gegen Sky Striker und Makrokosmos. Warum auch nicht? Der nächste Denko-Sacker. Sehr interessant, finde ich eigentlich sehr cool und hat ja auch super funktioniert hier. Ja, Glückwunsch und der einsame Wolf hier da drin. Naja, wenn er kommt, dann kommt er, ne? Ja, das ist auf jeden Fall die Liste von Top 32. Eine andere Top 32-Liste ist hier Orkus, um genau zu sein, halt das, ich sag mal, eher normale Orkus. Aber wir sehen schon gleich im Side-Deck, ja, ja, da ist ein Cyber darauf vorhanden. Aber im Main-Deck ist es halt mit Scap Recycler, Danger, Sky Striker Engine und halt Handtraps, sogar einige Handtraps. Wir sehen hier Phantasma, wir sehen hier Ash, wir sehen hier Permanence und den Galaxy Cyclone, wie gesagt, fürs Mirror-Match natürlich sehr stark und hier im Pre-Order Main. Sky Striker geht heulen auf jeden Fall. Ja, und im Side-Deck der Gnome. Der Gnome ist wieder da. Der Gnome allgemein, wie gesagt, eine Karte, die immer beliebter wird gefühlt. Super Pooling nur 2x. Man will sie wohl nicht zu oft Starthand haben. Dann noch ein Wailer als zusätzliche Handtrap. Fand ich sehr interessant. Manche spielen Bell, manche Wailer. Ja, und dann halt Prankotops und Rakugel-Modus. Hier übrigens über Nibiru, muss man halt bedenken. Dann kommen wir zum nächsten Deck. Das ist eine Sky Striker-Liste nochmal. Und hier sehen wir halt viel mehr Handtraps Main als solches, doch auch nichts Besonderes. Hier MST und Cycling jetzt gemaint. Der MST ist natürlich gut, wenn man seine Field Spell selber schießen möchte. Er spielt 3 davon, von daher funktioniert das natürlich sehr gut. Und dann haben wir hier im Extra Deck auch wieder den Blocker und Boss Sword auch vorhanden. Sehr interessant hier auf jeden Fall. Und im Side Deck dann Prankotops, Nibiru, ja, dann die Landseers, Mind Control, Shedrite, Twin Twister, Summon Limit, die One-Off, sehr interessant. So eine One-Off-Borden ist schon doch sehr random als solches, aber wenn sie kommt, bestimmt auf jeden Fall gut. Und dann fürs Mirror-Match die Falle 2x. Ja, sehr klassisch, auch als solches. Hier Pot of Desire ist übrigens nur einmal drin, denn wer Pot of Desire nur einmal spielt, kann den zweiten nicht ziehen. Dann kommen wir zu einer Liste, die euch auf jeden Fall interessieren sollte. Und zwar Heroes. Ja, Heroes hat getoppt. Top 32 Heroes. Also das ist einfach mal sowas von GG auf jeden Fall. Wir sehen hier die Deckliste. 43 Karten. Was sofort auffällt hier, es ist ein sehr durchmixter Haufen als solches. Wir sehen hier eine Biro, wir sehen hier 2 Ashes, 2 Ghostsuchter und ein Dark Ruler No More. Das ist schon eine interessante, ich sag mal einfach, Verteilung auf jeden Fall. Wir sehen natürlich hier sehr viele Search-Karten. Wir haben 3x E-Hero. Ich meine, E-Erländiger Notruf, E-Hero, genau. Dann haben wir, ja, der Held lebt. Einmal ist natürlich auf 1 hier drin. Und dann halt die Fusions von Schicksalshelden, die einfach absolut broken ist. Sogar einmal die normale Polymerisation. Dann der Stratos, Discommander sogar hier drin. Plasma hier drin. Ah, Leute, mir gefällt das Deck einfach. Ich finde es super gut, dass es hier getoppt hat. Das zeigt, dass Helden selbst jetzt eine, ja, selbst ohne den neuen Support eine Chance haben. Und jetzt mit dem neuen Support, Leute, alter Schwede. Ihr müsst es einfach mal reinziehen. Ihr fangt an, macht die Schicksalsheldensfusion, legt dann euch die Sachen rein, dann werft ihr den Gold-Captain ab, sucht euch die Fusion und schon habt ihr den Evil-Hero. Plus halt Schicksalshelden Plasma in Friedhof. Alter, Leute, da wird dann rasiert auf jeden Fall. Ja, Heroes auf jeden Fall ein Sleeper-Deck, was eventuell nach der Banned-List auch sehr weit nach oben kommen könnte. Muss aber nicht. Man wird sehen, ist es auf jeden Fall ein Deck, mit dem man vielleicht in Zukunft rechnen sollte. Hier im Side-Deck dann die zusätzlichen Nibirus, Lockbirds, sehr interessant, die Lockbirds, die Lanciers, ganz klar gegen Orkut und Thunder Dragon. Der Prankotops für Going Second, Raigeki für Going First, ist natürlich mit Dark Ruler No More sehr lustig, aber der One-Off, mich wundert, dass er Raigeki und
Darkruler No More nicht dann hier nochmal mehr getaggt hat. Der Twin Twister für Backrodex, genauso wie der Red Reboot. Und dann kommen wir noch zur Top 8 Liste, und zwar ein Lunalight, und zwar Lunalight Orcus, um genau zu sein. Ja, hier sehen wir die Liste, aber das kennt man ja auch schon die diverse Male. Man sieht hier, dass er als Handtraps hier in Permanence gespielt hat. Wie gesagt, in Permanence sehr gut, kann nicht Called by the Grave werden. Aber man sieht dennoch die Tendenz, dass Called by the Grave an sich weniger gespielt wird, aber immer noch eine Karte, die natürlich sehr gut kommen kann, um seine Combo durchzubringen. Im Side-Deck, ja okay Leute, da sage ich nichts zu. Gaga Cowboy, really? Also Leute, Timeout-Regel kann man ja nicht mehr ausnutzen. Naja, von mir aus spielt er den. Dann spielen wir hier die Artefakt-Engine mit Lancia und auch mit Sense und mit Heiligtum. Kann man auf jeden Fall machen. Der One-Off Prankatops. Mich wundern diese vielen One-Offs, aber warum nicht? Nibiru zweimal. Manche hier spielen zweimal nur, weil sie sagen, ich will nicht zwei auf der Starthand haben. Ist eine Überlegung wert auf jeden Fall. Gnom-Material, ja, wie gesagt, Gnom-Material ist zurzeit die beliebteste geheime Karte, die man auf jeden Fall spielt. Dann eine Twin Twister und Summon Limit und antimagischer Duft. Ja, Leute, das war ein kleiner Überblick. Ich habe leider keine Salamence Great Liste bekommen, aber ich denke, das werden wir in Zukunft nachbekommen. Und bald kommt ja auch eine Verbotsliste. Dann wird man sehen, ob Salamence Great eventuell wieder höher kommt, weil alle anderen Decks gittet werden, oder ob Salamence Great auch nochmal einen Hit abbekommt. Was auf jeden Fall sicher ist, ist auf jeden Fall, dass Orcus einen Hit bekommen sollte, denn Orcus toppt diverse Decks, gewinnt diverse Events und ist splashbar in jedem verdammten Deck. Ich meine, Cyberdrachen, Lunalight, es gibt Thunder Dragon Orcus, es gibt Orcus im Pendel, einfach nur damit du Crescendo hast. Also Leute, mal gucken, was die Verbotsliste bringt auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser YCS und was sagt ihr euch? Sagt ihr euch, Orcus sollte verboten werden, und wenn ja, was würdet ihr gerne verbieten? Ist es die Mermaid, ist es irgendwas anderes? Schreibt es unten in die Kommentare, und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!